Hey Leute, Kicks am Start. Ich zeige euch in diesem Video, wie ihr 20.000 gratis XP bekommen könnt und alle 10 neuen Vermächtnisse, die mit dem neuen Update rausgekommen sind. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es nicht um die Halloween-Missionen, dazu habe ich bereits ein Video gemacht, da könnt ihr gerne vorbeischauen, falls ihr euch die Gratis-Items noch nicht geholt habt. Heute geht es nämlich darum, dass es 10 neue Vermächtnisse gibt, die brauchen wir hier für diese Stempelkarte. Außerdem habe ich für euch auch noch am Ende des Videos 2 geheime Missionen am Start. Wir gehen jetzt gleich mal alle 10 Vermächtnisse miteinander durch, die es neu gibt. Wenn ihr kein Video von mir mehr verpassen wollt, dann habt ihr jetzt die Chance, mich zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Würde mich mega freuen. Wir legen jetzt dann auch gleich mal los mit den ersten von den, wie gesagt, 10 Vermächtnissen. 7 davon habe ich bereits in der Tasche und die schauen wir uns jetzt mal als erstes an. Für das erste Vermächtnis müsst ihr einfach nur Schatten werden, das heißt während des Fortnite-Mehr-Events einmal sterben. Süßes oder Saures, da müsst ihr einfach einmal Süßigkeiten aufsammeln. Bei Ghost Rider, da wird es schon interessanter, da müsst ihr einfach einmal als Geist, als Schatten mit einem Auto fahren, das heißt ihr landet einfach irgendwo. Einige von diesen Missionen lassen sich auch sehr gut kombinieren mit den Halloween-Missionen. Wie gesagt, schaut auch gerne mein Video an zu den Halloween-Missionen. Wenn ihr da in ein Auto eingestiegen seid als Schatten, dann habt ihr den Erfolg auch schon am Start. Mudge, einmal auf Ant-Man gelandet. Dazu müssen wir dorthin, wo alles so riesig ist. Das ist diese kleine Ant-Man-Insel eben. Und dort könnt ihr entweder gleich am Anfang vom Match landen oder ihr schnappt euch hier einen Rift und landet dann auf dem Ant-Man-Teil. Aber ihr könnt euch da nicht einfach nur hochbauen oder sowas, das zählt nicht, sondern ihr müsst wirklich dort landen, damit es zählt. Entweder mit einem Rift oder direkt am Start, wenn ihr aus dem Battlebus springt. Dann geht es weiter, während der Fortnite-Mehr den Shadow Midas eliminieren. Der Shadow Midas befindet sich bei den Ruinen und der ist gar nicht so leicht zu eliminieren. Der Midas selbst ist eigentlich in Ordnung, der hat gar nicht so viel Life im Vergleich zum Wolverine zum Beispiel, aber die ganzen kleinen Henchmans drumherum mit den Raketenwerfern sind wirklich sehr nervig und die Drumgun teilt auch ordentlich aus, also da müsst ihr einfach ein bisschen aufpassen, wenn ihr die Midas eliminiert. Das könnt ihr auch zum Beispiel im Squad machen, da ist das Ganze ein bisschen leichter. Zu viert habt ihr da bessere Chancen und dann habt ihr das Vermächtnis auch gleich mal in der Tasche. Dann bleiben noch 2 Vermächtnisse, die ich bereits habe. Das erste ist, einen Victory Royale holen, das heißt einen Win holen, und zwar als Mensch und nicht als Geist. Das ist auch ganz egal, in welchem Modus ihr das macht. Das könnt ihr im Solo machen, im Duo machen, im Squad. Wahrscheinlich zählen sogar LTMs, wenn wieder LTMs rauskommen. Am wichtigsten ist es halt eben, dass ihr das als Mensch macht und nicht als Geist. Denn es gibt ein extra Vermächtnis, wenn man das Ganze als Geist schafft. Das bedeutet, wenn du nochmal wiederbelebt wirst als Geist und du holst mit anderen Geistern gemeinsam den Victory Royale, also ein Win als Geist holen, beziehungsweise heißt es ja dann Albtraum Royale, dann bekommt ihr eben das weitere Vermächtnis. Das bedeutet, dass ich jetzt schon 7 Vermächtnisse habe von den 10, aber es gibt noch 3 weitere und die zeige ich euch jetzt. Das erste ist, werde 13 Mal von einem Schatten eliminiert. Ich denke mal, das funktioniert mit der Zeit von selber. Ansonsten lasst euch einfach ein paar Mal von dem Geist killen und dann habt ihr das Vermächtnis. Verbrauche einen Sofortgegenstand, während du ein Ghostbuster-Outfit trägst. Das ist, finde ich, eine ziemlich geile Herausforderung, denn das heißt, es werden Ghostbuster-Skins kommen. Ich vermute mal, die sind zu kaufen. Wenn es soweit ist, das bedeutet, dass man nicht jeder von euch diesen Erfolg haben wird, und fahre ein Auto als Ghost Rider. Das bedeutet, es wird auch einen Ghost Rider Skin geben. Wie der aussehen wird, weiß man nicht, wann er kommt, auch nicht. Aber so in etwa wird er dann aussehen. Den Erfolg wird wahrscheinlich auch nicht jeder von euch holen können. Aber 8 von 10 kann praktisch jeder haben. Dann haben wir auch noch 2 geheime Missionen am Start in dieser Woche. Die befinden sich beide bei Slurpy Swamp und auch relativ nah nebeneinander. Wir müssen nämlich hier in das Hauptgebäude und wir müssen in die 2 Tanks reinspringen für die erste Mission. Also einmal zum einen Tank, dann könnt ihr eigentlich direkt rüberspringen zum anderen Tank oder halt so außenrum gehen wie ich und dann habt ihr auf jeden Fall die ersten 10.000 XP. Und direkt gegenüber ist hier so ein kleiner Zwerg, da müsst ihr auch gar nichts drücken oder so, es geht von ganz alleine und dann habt ihr nochmal 10.000 gratis XP. Jetzt hört auf das Lama in der Endcard und bis zum nächsten Mal, haut rein, euer Kicks.